Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motor World. Und herzlich willkommen auch Achim Klausner. Er ist Forstrevierleiter beim Landratsamt Böblingen. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, freut mich auch. Vielen Dank. Herr Klausner, Sie sind auch bekannt als Förster, der den Wald ins Wohnzimmer bringt, wenn ich mal sagen darf. Warum ist das so? Sie betreiben einen YouTube-Kanal, der nach dem Motto "Ein Gruß nach Haus vom Förster Klaus" eine Bekanntheit hat. Wie bekannt ist er denn schon? Wie viele Follower, wie man sagt, haben Sie denn derzeit? Also bekannt ist er, es gibt dort Abonnenten auf YouTube, da sind es knapp 400. So viel sind es. Geguckt worden sind die Filme, ja, so noch keine 20.000, aber wir kratzen oder ich kratze so an der Marke mit 20.000. Mal wurde eines der Filmchen angeguckt. Und wie lange machen Sie das schon und was ist die Idee dahinter, als Förster einen YouTube-Kanal zu betreiben? Ja, also ist in der ersten Lockdown-Phase jetzt entstanden 2020, weil wir Förster machen ja Waldführungen. Das gehört zu unserer Aufgabe und macht mir auch Spaß. Öffentliche Waldführungen? Öffentliche Waldführungen, sogenannte Waldpädagogik, ist dann vor allem für Bildungseinrichtungen, vornehmlich Schulen. Und da speziell die Grundschulen kommen zu uns. Und dann war nichts mehr möglich, alles wurde abgesagt. Galt für den ganzen Landkreis, für alle Kollegen. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt aber auch nicht sein. Jetzt probiere ich mal was, ob ich da so einen kleinen Gruß nach Haus schicken kann. Einfach ein Erklärfilmchen, was passiert denn gerade draußen? Weil mancher hatte ja sogar Angst, auch rauszugehen in den Wald, was natürlich schade war. Ja, eher dann aus anderen Gründen. Es ist noch kalt, ich erkälte mich, kriege ich dann vielleicht was. Aber es war eigentlich für die, die nicht zu Führung kommen konnten. Und was sind so Inhalte, die Sie dort zeigen und transportieren? Also ich versuche den ganzen Blumenstrauß eines Forstrevierleiters oder eines Forstreviers abzudecken. Also ganz forstbetriebliche Sachen, mal Maschinen, Baumfällungen, aber auch Tiere sind einfach immer beliebt. Und wenn man so Förster ist und durch den Wald querfeld einkriegt, dann sieht man auch Tiere, die jetzt so der Otto-Normalspaziergänger oder Paula-Normalspaziergängerin nicht sieht. Ja. Und das einfach auch vorzustellen, ein bisschen zu informieren. Sind Sie denn eigentlich außerhalb jetzt Ihres Filmchenmachens meistens alleine zugange im Wald oder sind da immer Menschen um Sie herum? Also jetzt nicht die, die jetzt gerade eh im Wald sind, sondern Leute, die mit Ihnen direkt zu tun haben, Ihnen helfen, zuarbeiten, unterstützen, wie auch immer? Also Mitarbeiter, die ich natürlich regelmäßig treffe, Forstwirte, Kunden und so weiter. Aber sonst gibt es einen großen Teil, wo man alleine unterwegs ist und mit sich selber klarkommen muss. Und wie ist es im Falle Filmchen drehen? Wie sieht es da aus mit Personal ja. Und welche Technik setzen Sie ein? Also es ist dort auch die One-Man-Show. Ganz am Anfang hat mir meine Tochter geholfen, unsere Älteste. Aber seither, seit Folge 3, ist es die One-Man-Show, also mache ich es allein. Ich habe mein Smartphone bei mir zum Drehen, habe noch unsere alte Familienkamera, die im Auto mit drin liegt. Und dann ist es auch oft spontan, weil so ein Tier sieht man dann oder einen besonderen Pilz oder eine andere Baumart was. Und dann drehe ich das selber, handheld, ja. Und so kommen die Dinge in den Kasten. Okay, und schneiden tut es denn die Tochter vermutlich, von der Sie gerade gesprochen haben? Die hat es dem Papa gezeigt und dann war aber auch, hat sie gesagt, jetzt kannst du das gut, jetzt kannst du es auch selber machen und das mache ich in den Abendstunden dann in den Folgetagen, wie es einfach reinpasst. Sehr schön. Und wie häufig erlebt man das? Wie häufig senden Sie Videos? Also gerade der Förster Klaus, am Anfang kam er häufig in der Lockdown-Phase. Da war es so zweimal in der Woche. Jetzt, naja, es gibt ja einen Hauptberuf, den ich ja mache und jetzt Winterzeit ist bei uns Hauptarbeitszeit auch. Das sage ich mal einmal die Woche, so ist so der Durchschnitt. Und derjenige, der das jetzt mal sehen will oder vielleicht Sie abonnieren will, wie findet er Sie am besten? Also er geht auf die Plattform von YouTube und wenn er dort einfach oben in dieser Suchenmaske Förster Klaus eingibt, Klaus mit K, dann wird da schon was richtig ausgespuckt, dann sehen Sie den Kanal und da sind jetzt Stand heute 58 Folgen drauf. Genau, da kann man sich was aussuchen. Wunderbar, dann wissen wir das schon, was Sie da insbesondere tun, was Sie aber sonst noch vor allem in Ihrem, ich sag mal, normalen Tagesgeschäft erleben und machen und Zuständigkeiten haben. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bei uns, wir sind gleich wieder zurück. Thank you.
Regio TV. Zurück zum Stadtgespräch Böblingen, hier aus unserem Studio Motorworld mit Achim Klausner. Er ist der Forstrevierleiter beim Landratsamt Böblingen und zuständig für die Schönbuchlichtung Nord. Das ist Ihr Revier. Welcher Bereich ist das und in welcher Dimension kann man sich das vorstellen? In welcher Maßeinheit rechnen Sie den Wald? Sind es die Bäume selber in Anzahl oder wie wird hochgerechnet? Es wird gerechnet in Hektar bei uns im Wald. 1150 Hektar circa Wald sind in dem Forstrevier. Und es ist auf den Markungen von Holzgerlingen, von Schöneich und von Steinenbrunn die Wälder. Und was sind Ihre Haupttätigkeiten oder Zuständigkeiten so über das Jahr hinweg? Ja, über das Jahr hinweg. Jetzt, weil Wintersaison ist, ganz klar die Holzernte, also das Fällen von Bäumen. Dass Sie einen tollen Holztisch bekommen und andere Leute einen warmen Ofen haben, in dem Sie Brennholz reinschieben. Mit welchen Gerätschaften, Herr Klausner, sind Sie denn da tätig? Man kennt diese Großmaschinen im Einsatz. Ist das im Schönbuch auch der Fall? Ja, also wir passen, sagen wir mal, das Arbeitsmittel dann auch an. Was haben wir denn? Da kommt auch mal die große Maschine zum Einsatz, auch zum Schutz dann der Forstwirte. Weil die große Maschine einfach durch ihren Kran und die Distanz zum Baum da was ganz anderes ist, wie wenn der Mann oder die Frau, wir haben leider keine Forstwirtinnen bei uns, also Waldarbeiterinnen, aber der Mann direkt am Baum ist, haben wir auch eigene Forstwirte bei uns, die bei uns die Tätigkeit verrichten, Bäume fällen. Aber auch das Pferd kommt zum Einsatz, also nicht immer nur die große Maschine. Wir haben das Personal, die Motorsäge, die Kettensäge, Hand am Arm, aber auch das Pferd, das dann die Stämme an den Forstweg vorzieht. Da gucken wir, was ist passend, was haben wir gerade auch zur Auswahl. Ja, nehmen wir das ganze Portfolio, was so die Forsttechnik und Waldarbeit hergibt. Okay, und dass Sie nur männlich tätig sind mit Kollegen und Mitarbeitern, an was mag das liegen? Also an der Waldarbeit liegt sicher, dass es ein harter Beruf ist. Ein gefährlicher ist auf Platz 2 nach dem Bergbau mit den Unfallzahlen leider. Und es ist ein harter Beruf. Sie sind draußen an der frischen Luft, die Motorsägen sind schwer. Das zu Fall bringen ist nicht ganz einfach. Das liegt sicher daran, aber die Zahlen steigen beim Frauenanteil erfreulicherweise. Ich hoffe auch irgendwann mal, dass wir eine Forstwirtin bei uns auf der Schönbuchlichtung haben. Wunderbar. Der Zustand und die Entwicklung des heimischen Walds, über das wird ja auch täglich gesprochen. Da gibt es immer wieder Veränderungen. Wo geht es denn hin? Vor allem jetzt hier bei uns in den Wäldern, auch in Ihrer Zuständigkeit in Sachen Klimaschutz, Klimaveränderungen. Wie hat sich der Wald verändert aus Ihrer Sicht heraus die letzten Jahre? Ja, der Wald, also Orkan Lothar, Sturm Lothar ist ja immer den Leuten noch ein Begriff. Da hat eigentlich eine ganz große Veränderung bei uns stattgefunden. Der Nadelholzanteil sinkt, der Laubholzanteil steigt. Auch die Mischung der Baumarten ist deutlich bunter geworden. Wir haben viele verschiedene Baumarten. Das ist ja was man vermutlich will. Das will man. Das ist auch gut so, dass man natürlich auch mehr einen Gemischtwarenladen hat, wie jetzt auf Monokulturen setzen. Die Zeiten sind vorbei, weil natürlich Klimaveränderung, Sie sprechen es an, eine Auswirkung auf die Bäume hat. Einige Baumarten erleiden und ertragen es. Andere sieht man relativ wenig und dritte, das sind unsere Sorgenkinder, wenn man so sagen will, die werden schwer krank und sterben ab, siehe die Baumart Fichte als Beispiel, das natürlich jetzt in der Presse auch war vielfach. Ja. Und nochmal ein ganz anderer Bereich, wir sind ja heute in den Pandemiezeiten alle so ein bisschen zunächst zurückhaltend, was Kontakt angeht, aber vielleicht auch gerne in der freien Natur, insbesondere dann im Wald, erleben Sie da gerade einen Hype, ist der Wald manchmal am Wochenende voll? Ja, der Wald ist gut besucht, sehr gut besucht, voll, ja, voll ist relativ, aber es ist viel los, die Parkplätze sind oft voll. Im Wald selber verteilt sich es natürlich, weil wir große und gute Wegenetze bei uns hier haben, das ist toll. Ja, die Leute, sie können ja nirgends anders hin, viel ist geschlossen, der Fitness, Sportverein etc. ist ja zu. Die Leute wollen sich erholen, sie wollen auch den Kopf frei bekommen, da habe ich großes Verständnis dafür. Aber im Wald selber sieht man doch mit wenigen Ausnahmen, Abstand wird eingehalten, Frischluftaustausch haben wir auch guten. Ja, es sind sehr viele Leute im Wald, da müssen wir einfach Rücksicht aufeinander nehmen. Rücksicht aufeinander nehmen heißt? Die eine oder andere Regel beachten.
Lassen Sie uns doch zum Schluss oder geben Sie doch zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Tipp an die Fahrradfahrer, Biker oder vielleicht auch an die Sammler. Wie verhält man sich denn aus Ihrer Sicht raus am besten? Ja, also die Fußgänger bleiben eigentlich auf den Wegen. Wenn sie nicht Sammler sind, dann sammeln sie Pilze, wobei jetzt im Hochwinter ist natürlich die Saison da auch vorbei. Sonst bei den Sammlern würde ich einfach sagen, bitte nicht in der Dämmerung gehen, weil unsere Wildtiere, vor allem die größeren, für die ist die Dämmerung natürlich die Zeit, wo sie Futter suchen, wo sie rausgehen aus ihren Verstecken, Einständen, nennt es der Jäger. Und deshalb Morgen- und Abenddämmerung meiden, weil der Pilz, der steht an der Mittagszeit genauso noch da. Und bei den Radlern einfach, natürlich ist man verlockt, mit jetzt einem tollen Fahrrad auch einen schmalen Pfad zu gehen, wo man gar nicht kennt. Aber oft führt er dann zu einer Jagdeinrichtung, führt irgendwo hin, ein Schutzgebiet. Einfach da auch mit Maß und Ziel und Respekt vor der Natur zu gehen. Und sonst haben wir ja tolle Wege, die kann man natürlich fahren. Das ist natürlich super. Sagt Achim Klausner, Forstrevierleiter beim Landratsamt Böblingen. Vielen Dank Ihnen, gute Zeit. Liebe Zuschauer, schönen Dank fürs Reinschauen. Ihnen weiterhin viel Spaß bei uns im Programm und wenn Sie mögen, bis kommende Woche wieder.